Endlich mal wieder Salzwasser auf den Lippen spüren. Hinter mir seht ihr die Imarsundbrücke. Ich bin gerade mit meinen Freunden Peter und Thomas hier in Mittelnorwegen unterwegs und wir wollen heute mal versuchen, ein paar Pollacks zu kriegen. Aber da wir hier in Mittelnorwegen so auf Höhe Hitra eine sehr große Artenvielfalt haben, nehmen wir natürlich auch jegliche Beifänge mit. Und jetzt geht's los zum Angeln. Ich wünsche euch viel Spaß beim Film. Also ich freue mich auf den heutigen Tag, draußen auf dem Meer zu sein. Wind werden wir wahrscheinlich nicht gerade wenig kriegen, aber wir werden das Beste draus machen und jetzt schauen wir mal, vielleicht erwischen wir auch ein paar Fische. Wenn man in einem Angelrevier neu ist, bietet das Schleppen mit Wobblern eine sehr gute Möglichkeit, Standplätze von Pollacks zu finden. Man schleppt also die steilen Uferkanten ab und wo es dann beißt, da weiß man, da gibt es Pollacks, da kann man dann wechseln und kann dann da mal ganz gezielt mit dem Gummifisch auf die Pollacks angeln und das werden wir jetzt mal machen. Da läuft die 20 Meter Linie, an der kann man jetzt mal entlang schleppen, oder? Ja, wir können entlang schleppen und versuchen vielleicht den einen oder anderen Fisch ans Band zu kriegen. Wir schauen dann auch einmal, wo sie sind, ob sie eventuell auch ein bisschen tiefer stehen oder ein wenig weiter draußen. Das sind alles Sachen, die man ausprobieren muss. Genau, und vielleicht findet man auch noch irgendeinen Makrelenschwarm oder irgendeine Ansammlung von mehreren einzelnen Fischen. Dazu ist das Schleppen immer eine absolut tolle Möglichkeit. Ja, das Schleppen entlang der steilen Felskanten hier in Norwegen ist eigentlich kein großes Hexenwerk, wenn man die richtigen Wobbler hat. Ich persönlich mag gerne Modelle, die sehr, sehr tief tauchen. Das ist jetzt zum Beispiel ein Rapala Deep Tail Dancer, der auf eine Tiefe von ca. 9 Metern runtergeht. Man sieht es an dieser langen, flachen Schaufel. Es gibt aber auch andere Modelle. Das ist zum Beispiel ein Salmo-Wobbler, der fängt genauso gut. Wie gesagt, großer Vorteil von diesen Wobblern ist, die erreichen die richtige Tiefe. Man braucht keinerlei Hilfsmittel. Man lässt einfach den Wobbler so 30, 40 Meter hinter das Boot raus und schleppt dann mit einer Geschwindigkeit von 3,5, 4 km/h. Und dann fängt man hier schöne Fische. So, auf Gummi umgestellt und einmal direkt von der Insel weg vorm Kraut. Einmal Zielfisch. Kein Meter, aber ein hübscher Kerl. Also nicht nur ich, der Fisch. Wenn man gezielt Pollack fangen will, dann geht man immer irgendwo an steile Kanten, an Untiefen, ob das in Schären ist oder wie hier im Fjord an solchen richtig steil abbrechenden Felswänden dran. Da stehen die immer gern, nicht schwarmweise wie ein Dorsch, aber immer so gruppenweise dran. Und im Gegensatz zum Dorschangeln, wo er richtig pilt und richtig hochzieht, das mag der Pollack gar nicht so gerne, sondern wenn, dann eher so ranwerfen, kurz durchsacken lassen, und gleichmäßig wegziehen, zwischendurch einfach kurz mal einen Spinstop. Und da eignen sich dann natürlich auch Köder, die nicht allzu schwer, nicht allzu heftig dann weggleiten. Wie zum Beispiel hier so ein Jig, das ist ein Schräuberjig mit so einem bleifreien
Kopf. Der bleifreie Kopf hat den Vorteil, dass er einfach voluminöser ist, weniger schnell absinkt und ein besseres Laufverhalten hat, das der Pollack lieber mag. Was man genauso verwenden kann, sind einfach kleine Pilger oder schwerere Blinker, so in der Gewichtsklasse 20, 25, 30 Gramm Führung, genau das Gleiche. Dann einfach an die Wand ranwerfen. Kurz ein bisschen absinken lassen. Dann, wie ihr seht, gleichmäßig wegziehen. Dann mal nach 2, 3, 4 Metern kurzer Spinnstopp. Wieder wegziehen. Wieder kurzer Spinnstopp. Und wenn man dann so 10, 15 Meter weg ist, das ist dann so die Entfernung, da kann man dann einfach einholen. Da packen die dann, laufen sie meistens nicht hinterher und dann einfach den nächsten Wurf 2 Meter weiter vorne wieder an die Wand setzen. Absacken lassen, gleichmäßig einholen, 3-4 Meter weg, kurz durchsacken lassen, so wieder gleichmäßig wegführen. Und wenn dann so 10, 15 Meter nichts, einholen und so kann man sich die ganze Wand mit der Trift entlang durchangeln. Wo es beißt, einfach länger bleiben. Ja, Einschlag auf den Gummifisch. Schauen wir mal, was hier hochkommt. Oh. Spannung steigt. Das ist ja das Geile am Meeresangeln, man weiß nie, was gebissen hat. Aha, aha, aha. Wow. Aha, ein super Tangdorsch. Mein Lieblingsfisch, geil. Jetzt habe ich eben einen brutalen Biss gehabt und der Fisch hat vom Gummifisch den Schwanz abgebissen. Sehr erstaunlich, man sieht hier auch noch deutliche Bissspuren, der hat also richtig drauf gehackt. Keine Ahnung, was das war, weil es eigentlich ein recht stabiler Gummifisch ist. Aber in solchen Fällen liebe ich das Schräubersystem. Das sind nämlich Gummifische und Bleiköpfe, die zusammenpassen und man kann dann, wenn man jetzt einen defekten Gummifisch hat, einfach eine Schraube rausdrehen, sucht sich aus der Box einen anderen Gummifisch, setzt den an und hat dann in Sekundenschnelle wieder einen absolut perfekten, einsatzbereiten Köder, bei dem der Gummifisch nicht vom Haken rutschen kann, der Haken Bogen schön weit rauskommt, eine prima Sache. So Leute, wenn der Kameramann in Stress kommt, dann heißt es alles schnell fertig machen, weil hier Doppeldrill im Gang ist. Kleiner Seelachs bei mir, beim Peter schaut es besser aus. Dann gucken wir beim Peter. Nein, kleine Seelachs. Wir sind super. Yes, das ist ein Grischbaum. So, ihr seht, wenn man hier mit dem Pilger Makrelenvorfach drüber macht, gerade im Spätsommer in Herbstreihen, ist immer eine Bank nicht nur für Köderfische, sondern auch für richtige Küchenportionen. Ich finde das richtig klasse. Kann keiner meckern. Lohnt sich immer, wenn man da Makrelenvorfach dabei hat. Ja, der Thomas und der Peter haben gerade einen Makrelenschwarm entdeckt. Und ich habe da mal mit dem Solo-Pilger da reingelassen und da ist direkt ein Pollack eingestiegen. Ich denke, dass die kleinen Makrelen jagen
Und das ist ein schöner Fisch, und wenn es mal ein bisschen tiefer wird, ist natürlich auch so ein Solarpilker eine gute Möglichkeit, um auf Pollack zu angeln. Oh. Thomas, erzähl was. Ich kann nicht viel erzählen. Als alter Mann ohne Luft aus dem Tiefen übers Hochzerren. Na, schau mal, was selbst wenn es ein Kleinung ist. Jo, ein Pollack mit einem Pilker. In der Schädel, den habe ich sauber erwischt. Petri, hi Thomas. Petri, dank. Gefangen hat der Thomas da drüben an dieser untiefen Stange. Vom vorbeidriftenden Boot aus angeworfen und die Untiefe runtergezogen, und dann ist er drauf geschossen. Was auch immer wieder passiert, man kann es nicht vermeiden. Beim Ablassen sinkt der Pilger mit dem Vorfach nach unten und trifft so einen kleinen, unschuldigen Franzosendorsch. Ja, es tut mir leid für dich, mein Freund, aber du darfst wieder schwimmen. Ja, und das ist das Schöne hier in Mittel- und Westnorwegen. Der Pollack ist allgegenwärtig. Der hier kam jetzt als Beifang beim Makrelenangeln. Den Pilker hat er sich geschnappt, und von der Größe her, der wird vielleicht so 55 cm haben. Das ist so ungefähr die Durchschnittsgröße. Manchmal sind sie auch noch ein bisschen größer, und wenn man viel Glück hat, geht es natürlich auch hoch bis ungefähr 1 Meter. Ja, jetzt hat uns ein Regenschauer eiskalt erwischt, aber bei unserer Ausfahrt haben wir jetzt trotzdem einige schöne Pollacks erwischt, und auf Regen folgt bekanntlich Sonnenschein, hoffentlich auch hier in Norwegen. Die Anlage, in der wir hier unterwegs sind, ist ein Reiseziel von DIN-Tour und heißt Imar Sundet. Ich war vor 2 Jahren schon mal im Frühjahr hier, und jetzt wollte ich mir die Anlage gerne nochmal im Herbst anschauen und vor allem natürlich das Angelrevier. Meine Erfahrung ist eigentlich die, dass im Frühjahr, so Mai rum, sehr viele Dorsche hier sind. Und jetzt im Frühherbst, im Spätsommer, ist es vor allem der Seehecht, der hier in die Trondheimsleia reinzieht und sehr stark beangelt wird. In der Anlage gibt es 3 Häuser, und alle Häuser sind bestens ausgestattet. 2 Häuser, die haben eine absolut tolle Meerterrasse, die stehen also direkt am Meer. Und das 3. Haus, wer ein bisschen mehr Ruhe möchte, das ist ein bisschen nach hinten versetzt, so ist so circa 100 Meter vom Meer entfernt. Zur Ausstattung, was es hier so an Infrastruktur noch gibt, da werden euch jetzt der Thomas und der Peter noch ein bisschen was erzählen. Ja, liebe Anglerfreunde, wir sind hier in der glücklichen Lage, in der Anlage, für jedes eigene Haus eine eigene Hütte zu haben, in der wir Gefriertruhen stehen haben, die ausreichend sind. Wir haben ausreichend automatische Schwimmwesten für eine große Anzahl von Anglern. Wir können hier unseren Benzindepot ausnutzen. Wir haben vollgetankte Tanks, wir haben auch Nachholtanks, die leer sind, wenn wir Sprit von der Tankstelle holen wollen. Wir können hier uns ausbreiten. Wir können hier drin arbeiten, wir haben Licht, wir haben Wetterschutz, und ein sehr großer Vorteil ist auch, dass wir unsere Floater zum Trocknen aufhängen können, und von daher gesehen eine Top-Ausstattung für Angler in Norwegen. Ein Filetierhaus gehört natürlich zu Norwegen bei guten Vermietern dazu, dass man also nicht in der Küche irgendwo den Fisch wegschützen muss. Und hier bei Tommy in Imarsund, da haben wir richtig klasse für das Tierhaus. Für die ganzen Häuser, die er hat, hat jedes Haus seine eigene Filetierbahn sozusagen. Es gibt hier nicht nur die schöne Rille, wo man arbeiten kann mit Wasser. Er hat die entsprechenden Schneidbrenner dazu. Er hat den Abtopf wieder dazu. Wir haben richtig gutes Licht. Da kann man selbst ohne Brille sehen, wo man hinschneidet. Ja, also es ist wirklich absolut top ausgerüstet. Wir haben heißes Wasser, wir haben kaltes Wasser. Ja, wunderbar. Das Einzige, wo er zu Recht Wert drauf legt, dass jedes Haus
seinen Platz auch wieder sauber verwässt. Das heißt, die Kennzeichnung dient nicht nur dazu, dass ihr wisst, wo ihr schneidet, sondern auch, dass er sauber wieder verlässt. Und so soll es sein, weil dann hat jeder seinen Spaß dran. So, jetzt aus dem Filierhaus zurück. Kartoffeln aufgesetzt. Bratkartoffeln sind ja auch eine feine Sache zum Fisch. Und die Kartoffeln, wie vieles andere auch, das könnt ihr hier direkt mehr oder weniger um die Ecke, so roundabout 10, 11 Kilometer weg, Supermarkt kaufen. Top ausgestattet, nicht nur die norwegischen Kartoffeln kriegt ihr da, ihr kriegt auch Reker. Ob ihr die als Köder nehmt oder selber esst, das bleibt euch dann überlassen. Die haben einen super ausgestatteten Angelabteilung, Angelecke, muss man wirklich sagen. Alles dabei, was man braucht, von ganz schweren Sachen. Hier die 300, 400, 500 Gramm Pilger bis runter zu den leichteren Sachen. Alles da an Haken, Naturködermaterial und. Absolut top. Und das Schöne, wenn ihr schon da seid, ihr könnt auch gleich auftanken, denn da ist die Tankstelle praktisch direkt vorm Supermarkt. Ihr seid da also bestens versorgt. Wir sehen hier die Boote, die zur Anlage gehören. Es sind zwei 19 Fuß Aluboote sowie 5 26er Ojen. Die Boote sind alle mit 50 PS Außenborder ausgestattet, sowie jedes Boot hat einen Echolot und einen Plotter. Also es ist eine echt gute Ausstattung. Man kann hier im Sund rausfahren zum Angeln oder wenn es mal etwas offshore gehen soll, in die Trondheims Leier. Ihr seht, tolles Panorama. Wir sind hier an der Imarsundbrücke und versuchen bzw. kriegen schon richtig schön Makrelen als Köderfisch. Die kleinste, die wir bisher erwischt haben. Der Regen hat nachgelassen, die Sonne ist da. Wir sind jetzt in die Trondheims Leier rausgefahren. Und hier versuchen wir, Seehechte zu fangen. Seehecht. Oh ja, und Tang. So Leute, jetzt sind wir also Trondheimsleier im Eddøyfjord, von der Insel Eddøy, hier auf 70 Meter mit Naturköder versucht und gleich mal ein schönes Seehecht drauf. Und warum der Hecht heißt, das könnt ihr an der Zähne sehen. Und jetzt wird erstmal versorgt und durchgeatmet. Da ist er, unser Zielfisch, Seehecht. Ein Seehecht. Ja, das ist hier so an der Trondheims Leier. Wir sind hier an einer ganz berühmten und bekannten Seehechtstelle gegenüber dem Fähranleger von Eddøy. Ja, Thomas, schwenkt mal rüber, da sieht man vielleicht auch die kleine Kirche. Einer der berühmtesten Spots hier in der Trondheims Leier für Seehechte. Anstrengende Angelei, aber super tolle Fische. Oh, Donhai. Ja,
Halten mal in die Kamera, wenn es geht, Peter. Das sind doch zwei schöne Kerls. Ein Franke und ein Dornhai. Den werden wir jetzt schon wieder abgeködert hin. Wenn die mal geschützt ist, dürfen wir wieder schwimmen. Ja, diese vereinzelten kleinen Punkte am Grund, das ist Seehecht. Woher wir das wissen? Naja, weil wir jetzt hier schon jede Menge davon gefangen haben. Das habt ihr hier gerade richtig schön den Biss miterleben können, den der Franz hatte. Er angelt hier im Solo-Pilger und hat ein kleines Stück Makrele am Drilling. Und ich mache jetzt hier den Kommentator, damit er nicht außer Puste kommt. Mittlerer Seehecht. Ja, und nicht nur auf Naturköder-Vorfächer kann man die Seehechte fangen. Wer es gerne ein bisschen einfacher mag, der kann einfach einen Pilker nehmen, unten ein Filet dran machen und einfach dann runterlassen und den Pilker einfach halten. Man muss gar nicht viel pilken und dann steigen die Burschen auch ein. Thomas, was machst du da gerade? Ich hab Rücken und hab trotz Rücken nebenher Makrelenfetzen geschnitten. Die etwas breitere hier, die verwenden wir auf einem normalen Naturködersystem. Ich habe jetzt aber hier gerade noch extra ein paar Dünne gemacht, weil wenn man pilgt, ist es natürlich sinnvoll, wenn man jetzt so einen breiten Fetzen drauf hat, der Auftrieb gibt, sondern dann den Fetzen etwas schlanker wählt, dass zwar etwas Geschmack im Wasser ist, aber dass nicht so viel Auftrieb da ist beim Pilgern. Ja, und der nächste Seehecht. Man kann sich anders sagen, oh, es ist echt abartig, wie viele Seehechte hier stehen. Jede Drift bringt Fische. Einfach wirklich ein traumhaftes Angeln hier in der Trondheimsleier. Ja, und zwischendurch gibt es auch immer wieder mal einen Beifang. Wie hier jetzt einen wunderbaren Schölli, der hat auch eine richtig gute Größe. Thomas, was denkst du? Über 60, oder? Zumindest ein wenig über, ja. So, jetzt haben wir hier im Moment der Franz und hier der Peter im Doppeldrill, und zwar vermutlich im Seehecht-Doppeldrill. Und beim Finkbeiner fängt es gerade während dem Filmen Beißen an, und er hat ihn auch. So Leute, das sind doch Seehechte, da sagt man Hechte und nicht Hechtlein. Sehr gut. So Leute, jetzt nur mal zu eurer Information. Der Fisch, weil wir gefilmt haben, konnte sich gerade losschütteln. Franz nimmt Kescher und Peter, nur dass ihr das seht, hat das Boot während dem Drill hinter dem Fisch hergefahren, dass wir den noch einzacken konnten. Es kann also keiner sagen, wir würden hier nicht nachhaltig arbeiten. So, selbst so größere Kameraden beißen manchmal recht vorsichtig und kauen gerne ein bisschen drauf rum. Das hier ist die Montage vom Franz, und ihr seht ja, der hat das Filet mal richtig durchgekaut, aber letztendlich, wir kriegen unseren Fisch. Hier seht ihr jetzt mal eine Seehechtmontage, die ich mir geknüpft habe und mit der ich angel. Film das. Unser Peter
fängt die Squids hier in Norwegen auf der Pilger. Also ich habe mit allem Möglichen gerechnet. Also Seehechtmontage. Oben Beifänger mit so einem Oktopus, bisschen Leuchtschlauch, dann ein Drahtarm, hinten Nachläufer mit Leuchtschlauch und so einem Spinnerblatt. Beim Blei habe ich eine dünne Monoschnur eingebunden als Abriss. Das ist jetzt eine Montage mit relativ viel Kimbim, die hat gefangen. Aber der Thomas hat eine ganz einfache Montage geangelt, einfach mit nicht leuchtenden Oktopussen, großen Haken, da jeweils mit Makrelenfetzen drauf, unten ein Blei hin, also eine klassische Paternoster-Montage, die hat genauso gut gefangen. Und auch hier ein Pilker, den wir einfach, mal schauen, ob wir da noch einen Makrelenfetzen finden. Ein Pilker, den wir einfach mit dem Makrelenfetzen garniert. Auch damit lassen sich die Seehechte wunderbar fangen. Man muss also nicht so viel Kimbim veranstalten. Einfach ausprobieren, was am jeweiligen Tag am besten läuft. So eine kleine Erfahrung. Je stärker die Drift ist, desto besser fangen einfache Montagen. Und je schwächer die Drift ist, desto mehr kommt dieses ganze Kimbim mit Leuchtschlauch und Auftriebsperlen und Spinnerblättern ins Spiel. Aber insgesamt einfach den Köder in Grundnähe halten und dann kommen die Bisse, wenn die Seehechte da sind. So wirklich schwierig ist es eigentlich nicht. Wir haben eine absolut tolle Seehechttour hinter uns. Abenteuer pur. Wir haben hervorragend gefangen. Wir haben tolle Durchschnittsgrößen. Wir haben tolle Einzelexemplare gefangen. Wir haben alle Methoden ausprobiert. Alles hat gefangen. Und wenn ihr auch so ein tolles Abenteuer erleben wollt auf Seehecht, dann kommt einfach hierher und probiert's aus. Man kann fast nicht enttäuscht werden. So, und jetzt bei schönstem Wetter fahren wir jetzt heim.